Mal ganz bewusst anzukommen, einmal ganz bewusst anzukommen in dieser Energie, in der Energie der dunklen Zeit, Energie der Neumondin, Energie der Sonnenfinsternis, die so ein bisschen schon ihre Schatten vorauswirft, die Energie der Sommersonnenwende, die Tage wenden sie wieder, wir sind in der Umkehr, in der Umkehrschlaufen, beginnen wieder langsam abzunehmen, uns langsam wieder in eine andere Richtung zu bewegen. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns selbst erlauben, mit diesem Rhythmus mitzufließen. Vielleicht ist es auch ganz wichtig, keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Keine Angst vor dem Schatten, keine Angst davor, Themen anzusehen, uns auf Themen einzulassen, die diese plutonische Energie mit sich bringt, die Energie der Transformation, die Energie der Auflösung und im heurigen Jahr die große Energie der Veränderung, die noch anhält bis zum Ende des Jahres. Also diese Sonnenfinsternis, die wir jetzt erleben am Samstag, hält an bis zum Ende des Jahres, deren Wirkung. Und da geht es um Erneuerung. Alles auf neue Ebenen zu bringen, alles in neue Bahnen zu bringen. Und selbst wahrzunehmen und selbst neu auszurichten, unsere Gefühle neu auszurichten, unser Leben neu auszurichten. So auszurichten, dass es zu unserem wird, zu meinem Leben, zu meinem Wohlgefühl, zu meinem Erleben, zu meiner Liebe, zu meiner Leichtigkeit. So bitte ich dich, ganz tief ein- und auszuatmen und mit jedem Atemzug bei dir selbst anzukommen. In deinem innersten Kern, in deiner innersten Mitte. Anzukommen und dich berühren zu lassen von deinem Begleiter. Und dem Lichtwesen, mit dem du gehst, hier auf Erden. Um mit jedem Atemzug zu spüren, ich bin nicht alleine. Ich bin immer in Verbundenheit. Ich bin immer in Begleitung. Ich habe immer die Möglichkeit, nachzufragen, mir Informationen abzuholen. Ich habe immer die Möglichkeit, mich führen zu lassen. Erzengel Sandalphon bringt uns heute eine große Neuigkeit. Ich hüte dich. Ich hüte dich und führe dich durch dein Leben. Ich verbinde mich mit dir und bringe dir große Neuigkeiten. Ich weiß, was in dir vorhanden ist und möchte dich hegen und pflegen, damit du wachsen kannst. Damit du deine Seele entfalten kannst und das göttliche Licht sich durch dich hindurch einen Weg brechen kann, um zu zeigen, wie wunderbar und einzigartig du bist. Ich bin der Hüter aller deiner Farben und alle Farben, die da sind in der Natur.
Ich erinnere dich daran, zu erkennen, wie wichtig diese Farben für dich sind. Für deine Entfaltung, für deine Heilung, für deine Entwicklung. Lasse deine Farben durch dich hindurchfließen, damit du dich eröffnen kannst in deinem wahren Sein. Lasse dich hüten von deinen Farben und erlaube dir, darin zu baden. Erinnere dich daran, wie stark du bist, wie einzigartig und wunderbar und wie unendlich weit deine Kraft ist. Lasse die Energie des magentafarbenen Strahls durch dich hindurchfließen, um dein inneres Lichtkind zu gebären, damit du aufhören kannst, dich auf die Suche nach der Zwillingsseele zu machen und erkennen kannst, dass diese Zwillingsseele schon lange in dir lebt. Verbinde dich mit ihr, um deine Träume zu realisieren und um Gefühle zuzulassen, die du noch niemals gefühlt hast. Ich hüte dich und bin bei dir auf deinem Weg, dir selbst zu begegnen und dich selbst zu gebären. Denn ich bin die Kraft, die du benötigst, um dich selbst zu lieben, dich selbst zu heilen und neu zu gestalten. Atme tief ein und aus und lasse dich führen von deiner Lichtgestalt. Lasse dich unterstützen dabei, dein Lichtkind zu gebären. Um dein Leuchten zu kräftigen. Dich selbst zu stärken. Um klar zu sein in dem, was du bist. Beginne zu baden in all deinen Farben und tauche ein in diese, deine Widerspiegelung. Die Widerspiegelung deines göttlichen Daseins. Die Widerspiegelung deiner ureigenen Brillanz. Bade in deinem Lichtstrom. Um in deinem innersten Kern dein goldenes Lichtkind, deinen goldenen Buddha zu gebären.
Mein inneres Kind leuchtet mir meinen Weg. Mein inneres Kind ist die Weisheit, die Widerspiegelung der göttlichen Kraft, welche in mir lebt. Betrachte dieses magische Wesen in dir. Nimm wahr, dieses Strahlen, dein Funkeln. Deine wundervolle Ausdehnung. Und bade in deinen Lichtströmen. Alles beginnt zu vibrieren. Alles pulsiert. Ich gebäre mein inneres Kind. Ich gebäre meine Lebendigkeit. Fühle die Kraft der Schwingung. Fühle die Kraft der Ausdehnung deines inneren Kindes. Wie das goldene Strahlen beginnt, aus deinem Innersten heraus sich auszudehnen. Dein goldenes Strahlen jede Zelle von dir durchdringt. Und mit jedem Atemzug
beginnt sich zu mehren, auszudehnen. Dich zu durchdringen und umhüllen mit einer wunderbaren, feinen und dennoch kräftigen, strahlenden, goldenen Energie. Gold, die Energie der Transformation, die Energie der Durchlichtung, die Energie der absoluten Erneuerung. Ich erfülle meinen Körper, meine Aurenkörper mit dieser wundervollen goldenen Energie, um alles zu transformieren, alles zu durchlichten, was noch im Bereich der Schatten liegt. Um zu erkennen und zu erfahren, dass ich niemals alleine bin, dass ich immer verbunden bin mit meiner lichtvollen Kraft, mit meinem inneren Kind, mit meiner geliebten Zwillingsseele. Um zu erkennen, dass ich durch das goldene Licht, durch das goldene Strahlen, alles transformiere und mich bringe in einen Zustand der höchsten Erfüllung, der höchsten Glückseligkeit. Ich strahle, ich leuchte und bin bereit, durch die Dunkelheit zu marschieren. Ich bin bereit, den Schatten zu begegnen. Ich bin bereit, all die dunklen Täler in meinem Dasein zu durchlichten. Denn ich weiß, dass ich verbunden bin. In mir, mit meinem innersten Kind, mit meiner Zwillingsseele,
mit meinem innersten Licht. Dieses Wissen schenkt mir Freude. Dieses Wissen erleichtert mich. Dieses Wissen gibt mir die Kraft, all das zu sehen, was ich sehen möchte, um mich weiterzuentwickeln, zu entfalten. Aktiviere für dich deinen vollkommenen kristallinen Körper mit all seinen Kristallen, seinen kristallinen Verbindungen und Formen, mit allen Strahlen und all den Feldern und betrachte dich selbst. In deiner reinsten Form, in deinem höchsten Sein. Nimm dich selbst wahr in deinem wunderschönen Strahlen, in deiner ausgeprägten Form, in dem Wissen, dass du göttliches Licht bist, strahlende Kraft, reinstes Leben. Ich bin bereit, hinauszugehen und mit der Dunkelheit zu tanzen. Ich bin bereit, hinauszugehen und mit meinen Schatten zu jubilieren. Ich bin bereit,
mein Innerstes zu durchlichten und mein Höchstes zu leben. Umhülle dich mit deinem Feld des himmlischen Friedens. Umhülle dich und tauche ein in diese kraftvolle Ruhe, in dieses Wissen, dass alles gut ist. Und beginne langsam zurückzukehren ins Hier und Jetzt. In deinem Raum, in deine Zeit, in deinen Körper. Kehre zurück und genieße dein Strahlen. Genieße deine reine Form.